Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bard's Tale 4 Director's Cut. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich möchte im Grunde genommen nur weitermachen. Aha. Das war die Tür, die ich im Grunde genommen vermisst habe. Was heißt vermisst? Also die ich gemeint habe in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, irgendwie fehlt hier noch eine Tür. Okay, da sind die nächsten Gegner. Oh, Gegner über Gegner überall. Ist dann Barde? Oh oh. Ich sehe dort einen Barden. Ich nehme erstmal den Weg, wo ich keine Gegner gesehen habe. Hier ist wieder so ein Teil. Was ist das? Blockiert. Ich entferne mich irgendwie immer weiter von dem eigentlichen Ziel. Na gut. Es ist, wie es ist. Ist ja nicht so, dass ich da jetzt einfach mal hingehen könnte. Ich muss ja diesen Weg gehen. Wieder blockiert. Und da sind Elfen. Eine Kartoffel, yay. Okay. Also hier bringt es nichts, irgendwie weiter zu suchen. Die Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Und die Tür ist ebenfalls blockiert. Da fehlt mir wahrscheinlich noch irgendetwas. Ja. Das ist auch wieder so ein Stein. Na gut. Das bedeutet, es wird gekämpft werden. Da hinten, da. Da läuft ein Barde herum. Die Frage ist, muss ich kämpfen? Ja, ich muss kämpfen. Da ist ein Bogenschütze, der vor der Tür lungert. If I sing, you stop crying. Oh, das ist auch ein Barde. Der hat ein Horn. Hoffentlich kein Feuerhorn. Das wäre nicht gut. Okay. Der hat auf jeden Fall aber... Der hat Zauberpunkte. Sie hat noch keine Zauberpunkte. Aber also ich habe wirklich Respekt vor diesen Hexen. Sie haben 16 Rüstung. Sie haben nicht viele Hitpoints. Aber 17 Zauberpunkte theoretisch, potenziell. Ich weiß nicht, was sie damit machen können. Na gut. Also ich kann zwei auf einmal
stunnen. Beziehungsweise, ja. Wie machen wir das? Ich würde am liebsten ihn hier haben. Der Bogenschütze hier hinten. Das mag ich nicht. Hey? Move it! Oh, get out of the way! Really? So, Bade gegen Bade. Turn the hatch! Lush! Hey. Oh. So. Betrunken. Dieser Charakter leitet physischen Schaden zu einem Wächter in der Nähe um. Also hierhin. So, okay. Kiels Ansatz. Oder Krevier des Bogenschützen vielleicht. Wegen dem Bogenschützen. Ich glaube, das macht sogar mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. So. Now what? Also, du bist bei 4. Du holst sie nach vorne. Come on, you tinkers! The power builds! I dare you! Das ist jetzt die Frage. Irgendjemanden will ich hier hinten haben. Die Frage ist, nehme ich einen der Bogenschützen? Vielleicht ihn. Der ist nämlich hier ganz gut in Reichweite. Oder den Bart. Let's get on with it. Ich nehme den Bogenschützen hier. Oh, alle betäubt. Yay. Jetzt werde ich natürlich nicht sehen, was der Bade hier macht, aber der Bade würde mit Sicherheit irgendein Badenlied spielen, das mich hier schwächt. Oder das Schaden erzeugt oder irgend so etwas. Also, ich sehe ja, was meine Baden machen können. Und die sind eine Riesenunterstützung für die Truppe. Deshalb, da sollte man vorsichtig sein. Lend me your armor! Ready! So, und wenn ich hier jetzt schon den Vorteil habe, dass sie alle gestunt sind, dann nutze ich das. Speak! I? Fine. Ready, I suppose. Tell me what you need. On your word. Yeah? Here. So, sie hat einen Zaubertrank genommen, das wird ihr aber nicht helfen. Yes? Coming through. You are in the way. Sie ist sogar betäubt, sehr gut. Ich muss hier auch überhaupt nichts machen, weil sie wird durch die Markierung bereits sterben. Trau-Vorteil. Now what? Orders? Orders. Na, kann sie ihn nicht bekommen hier hinten? Nicht in Reichweite, glaube ich, steht hier. Na gut, dann muss sie natürlich nach vorne gehen. Coming through! Walker!
hot. Why, I oughta. Ready when you are. On your word. Wieso kannst du das nicht machen? Weiter Schnitt. So. Dann. Oh, ist Fiona aufgestiegen? Mal wieder. Hi. Jo, das ist sie. Aber ich weiß echt nie, was ich hier geben soll. Lederrüstung. Okay. Ganz kurz mal checken. Also das kann ja so gut wie jeder tragen. Need something? Das Ding ist aber nicht wirklich so richtig so richtig toll. Ey? Nee. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite. Beziehungsweise schauen wir uns hier einfach mal nochmal etwas genauer um. Da oben läuft der Bade rum. Das Ding hier ist blockiert. Hier haben wir wieder so ein Teil. Ich kann hier nichts anklicken. Dann gehen wir einfach mal nur durch die Tür durch und gucken, wo wir hinkommen. Ah. Okay. Ich brauche Alkohol. Ich möchte nicht in irgendeinem Kampf plötzlich sein, wo mir Alkohol fehlt. Trau Dückling habe ich noch 30. Okay. Ich komme leider nicht an denen vorbei, ne? Der steht zu nah an der Tür dort hinten. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwas bringen würde. You can't see me. This will be a walk in the park. Music heals everyone but the singer. Zwei Bahnen. Eieiei. Oh. Jetzt wird's ungemütlich. Jetzt wird's ungemütlich. What? Coming through. You are in the way. Ich habe das Gefühl, ich muss mit den Baden anfangen, aber die werden bestimmt irgendwelche Kobolde beschwören wollen. Vielleicht kriege ich die Baden. Vielleicht bekomme ich die Baden betäubt. Oder ein oder vielleicht sogar beide schon ausgeschaltet in dieser Runde. Mal gucken. Ready. Ich könnte ihn nach vorne bringen. Sure. I need a drink. Kiels Ansatz wird nichts bringen, aber ein Schild wird. Lyrik der Legenden. Here. Ancestors,
Give me strength! What should I do? Cheers! That drink will be your last! I feel weak! Who, me? Ready. Ready. Pardon? What should I do? Time to hide. Einer ist weg. Trau-Vorteil, sehr gut. Yeah? So, die sind weg. They are not must die. Here. Focus, my brother. So, jetzt wird er sie angreifen auf jeden Fall. Sure. Aha. Nathan Strength. Hi. That's good. Hi. Orders? On your word. Out of my so, dann gucken wir mal. Ja. Au, das hat weh. Na gut, sie hat nicht so viel Schaden bekommen, weil er das abgefangen hat, ne? Das ist natürlich ganz gut. 21. Eieiei. Move it! Oh, get out of the way! Hm. Okay, du hast Kopfnuss. Das hilft. What? Yeah? Du hast keine Kopfnuss, sonst hat keiner Mentalschaden, ne? Hätte ich mal dran denken sollen, dass ich die Fähigkeiten so ein kleines bisschen anders verteile. Wobei, sie machen ja eigentlich, sie erzeugen jetzt erstmal nur Mana-Punkte. Okay. Now what? Ready? Ready, I suppose. Grandum proximo nit ferte. So, der hat keine Mana-Punkte. Ihm kann ich die jetzt auch klauen. So, bitteschön, mein Freund. Testas maxime corrupit. Ich hätte mal angreifen sollen zwischendurch. Speak. Yeah. 14, das reicht auf jeden Fall. Ready. Ready. It's eating my brain. So, der hat auch nochmal Schaden bekommen. Did you make that armor yourself? Say that again, I dare ye! Ready. Feuer brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Really? Hier können wir mal ein Schild machen. I? Adopt the blue! On your word!
So, tu dein Schlimmstes. Meditieren. Lol. Ready. What do you want me to do? What should I do? On your word. Yeah. Ja. Ready. Alles gut. Tada! So, was hat die dabei? Nur ein bisschen Geld. Skyhenge-Schlüssel benötigt. Habe ich nicht. Na gut. Hier sind wieder tote Wächter. What's happened? There's murder been done. The blood on their blades is still wet. Their murderers may be near. Oh, this is terrible. We are beset all over. And what of the priests? Ja, was ist mit den Priestern? Gute Frage. So, lösen wir mal das Rätsel. Falsch. Der zuerst. So, endlich kann ich mal wieder abspeichern. Das machen wir auch gleich. Zack. Loot. Das finde ich gut. Level wird verlassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo geht's jetzt hin? Das Skyhenge. Okay, wieder überall Leichen. Schön vorsichtig. Gegner. Das scheint mir auch nicht allzu wenig zu sein. No, the priest's dead too. This is too much. Es ist zu viel. Es kommt mir so vor, als wenn das da irgendwie ein spezieller Kampf jetzt gleich werden wird. Das kommt mir echt so vor. Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe oder nicht, aber. What are we doing? Time to hide. Grün. Is this really necessary? Murder! You stop crying! Murder! Oh. Zweihandschwert. Schlitzer, okay. Und das ist eine Verräterin. Gun. Puh, okay. Okay. Fangen wir an. Das ist ein Bade. I will drink your blood. So, tatsächlich. Dann, Get to the last drop. Nimm dies. Oh, verdammt. Ich hab den falschen Drink genommen. Ich wollte eigentlich Elfenwein. Na gut. Dann. Nein. On your word. Cheers. That drink will
be ready, I suppose. Coming through. You are in the way. On your word. So, du musst ein bisschen überlegen gerade. Also, 15 Rüstung. Leichtsinnig, okay. Ich hätte ganz gerne die beiden hintereinander. Das wird aber nicht so einfach funktionieren. The vermin of the forest will gnaw your bones. Yes? Hm. Okay, sie muss nach vorne, vorher. Das ist die Frage. Nein. I. You are my prey. I'll skin you alive for that. Yep. Horga, lend me your armor. Come on, you tinkers. What did you say? What do you want me to do? Ready? Whatever. Terrible! Here! What of the drill? Away I go. So, Trow-Vorteil. Das hat schon mal funktioniert. Now what? Aha. What should I do? Orders? So, das wird jetzt nicht reichen, aber dann machen wir das mal so. Und jetzt wird er leider irgendein Lied spielen. Ich habe keinerlei Möglichkeit, das zu verhindern. Ready? Ready, I suppose. 29, eieiei, 6. On your word. Yeah. I. Na gut, er ist eigentlich weg. Und ready. Das nutzen wir einfach mal, indem wir Folgendes machen. So. What do you want me to do? Tell me what you need. Ich brauche eine Kopfnuss. Yes? Oh. Ready when you are. Okay. Damit werde ich nichts erreichen. Now what?
Tell me. Yeah? Eh? Aye. Ready. Aber wenn ich das benutze... Ich wollte eigentlich mit seinen Pfeilen... Ready when you are. So. What? Hier kann ich noch mal trinken, theoretisch, aber... Nö. Tell me what you need. Orders? Orders. The Unnatural must die. You can't talk to me that way. Yes? Und ob wir das können. Coming through. Get out of the way. Wir können und wir tun. Ready. What? Yeah? Sieg auf ganzer Linie. So, das war also Gun. Bastardschwert brauchen wir nicht, wird verkauft. So, da kommen wir her. Durchsuchen. Machen wir gleich. Friedensstab. Das dritte Mal. Also scheinbar ist Friedensstab doch irgendwas relativ Wichtiges, weil das Buch sehen wir hier überall. So, her mit dem Schlüssel. Und was ist das? Abendgesellschaft. Ah, Band 2. Der Leser dieses Buches trägt eine Waffe und trinkt Apfelwein. Apfelwein. Waffe, Apfelwein. Der Mann der Karotten ist, liest ein rotes Buch. Okay, Apfelwein und Karotten. So, hier haben wir nichts weiter sonst. Hier sehe ich auch nichts weiter. Dann durchsuchen wir mal. Die Leiche. Keule. Ich benutze ja keine Keulen. Das war's. Das war es. Na gut, dann gehen wir mal raus. Dann können wir wahrscheinlich auch wieder abspeichern. Und wir können hier raus, richtig? So, einmal um die Ecke gehen. Oder Moment, oder geht's hier noch weiter? Es sieht mir aus, als wenn es so weitergeht. Moment. Zumindest sehe ich keine Feinde weit und breit. Oh, Zahnräder ohne Ende. Yes. Oh, das sieht mir wie ein schönes Rätsel aus. Okay. Das ist dann etwas, das wir in der nächsten Folge machen. Ich freue mich schon richtig darauf. Ich mag das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald.